Die Schweizer Sportfan darf sich auf den 4. Februar 2022 freuen, wenn die Schweizer Delegation im Igelsnest im Olympiastadion in Peking einläuft, zum zweiten Mal nach 2008. Aber auch viele tolle Geschichten in Peking, wo hoffentlich die Schweizer Delegation auch mit schönen Medaillen wird schreiben. Die Zeichen des Organisationskomitees sind sehr positiv. Sie sind on track. Die Venues stehen, die Villages sind bereit. Also, es ist alles angerichtet für dieses Spiel und das stimmt uns sehr zuversichtlich. Der Stand bei Swiss Olympic ist leicht verzögert. Ich glaube, das ist verständlich, weil man doch zwei Spiele parallel vorbereitet. Einerseits das Spiel im Sommer für Tokio, wenige Monate später dann die Olympischen Spiele in Peking. Das macht es herausfordernd. Und die Verzögerung ist, glaube ich, vertretbar und sind zuversichtlich, dass man den Zeitplan wieder aufholt. Ja, Herausforderungen gibt es immer bei Olympischen Spielen. Speziell ist sicher, dass Covid weiterhin intakt wird angehen. Neben dem ist die ganze Logistik, spezielle Kultur in China, die wir aber schon in Südkorea erlebt haben. Das ist grundsätzlich auch eine schöne Herausforderung, die wir dort angehen dürfen. Und im Winter, speziell jetzt wiederum in Peking, ist die klimatischen Bedingungen, die sehr herausfordernd sind. Die Schweiz wird in Peking wiederum mit einer grossen Delegation vertreten sein. In der aktuellen Höchrechnung kommen wir auf rund 180 Athletinnen und Athletinnen. Was mich besonders freut, ist, dass die Delegation sehr ausgeglichen wird sein. Rund 50% davon Frauen, 50 Männer, vertreten in fast allen olympischen Sportarten. Das zeigt eigentlich die Stärke auch vom Schweizer Wintersport. Was mich besonders freut, ist, dass sich die beiden Eishockey-Teams bereits qualifiziert haben, Männer wie Frauen. Es gibt immer einen guten Spirit im Team. Aber ich glaube, die aktuellen tollen Erfolge im ganzen Wintersport, ob man jetzt hier vom Ski-Alpin-Team redet oder auch Freestyle, Big Air, wo der Raggetti Grömo beide Gold geholt hat an den X-Games, oder dann die Aerials mit dem Noé Roth, das sind, glaube ich, ein paar Beispiele, die die Stärke des gesamten Schweizer Teams aufzeigen.